Nachmittag hier am Bayern Campus. Anstoß Essen. Wir sind gespannt. Lina Magul. Lina Magul macht das 1:0. 28. Minute. Und wieder war es so ein tiefer Pass, der die Abwehr so ein bisschen aufgerissen hat. Lina Magul kommt durch. Der tiefe Ball kam diesmal von Wiegersdotter und Schüller lässt nur prallen für Magul. Und die macht es dann auch klasse. Schlecht von Caro Simon und nochmal Clara Bühl. Und Lea Schüller mit dem, nein, nicht mit dem 2:0, aber abgepfiffen. Abgepfiffen. Schüller steigt hoch. Da haben wir ja die Flanke von Bühl. Schüller, Kopfball, klasse pariert. Kummergei an den Pfosten. Und dann wird sie es direkt versuchen. Jawohl. Jawohl, es kann weitergehen. Spiel ist freigegeben, zweite Hälfte läuft. Der FC Bayern dominiert das Spiel, wenn Bayern den Sack nicht zumacht. Laurent auf Sidney Lohmann. Lohmann! Ansatzlos! Zumindest so die Weissagung von Lea Schüller. Verlässt den Platz, heute ohne Tor. Es fehlte die ganz große Frische. Zadrazil, Kett. Und dann nochmal die Flanke in die Mitte. Ergeben sich natürlich Konterchancen. Clara Bühl, Laurent verpasst. Dahlmann, Linda Dahlmann. Und Franziska Keck macht das 2:0 für den FC Bayern in der 90. Spielminute. Jetzt ist es durch. Der Adventskranz ist vollzählig. Franziska Keck ab ins lange Eck. Da war viel Raum da. Clara Bühl, Laurent verpasst, das war vielleicht das Gute daran. Dann kommt der Ball nochmal auf die linke Seite. Dahlmann bindet 2, Kett mit dem Wischer in die Mitte und dann ab ins lange Eck. 90. Franziska Kett, 28. Lina Magul. So, sie singen immer noch weiter. Auf geht's, Bayern schießt ein Tor. Sie haben es gemacht. Am Ende ein Arbeitssieg. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.